Alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Das ist sehr schön, dass es solche Stationen noch gibt. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Ja, natürlich. Nur ein gut gemeinter Rat. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Okay, also sind gerade diese Freistation und die Roten scheinbar miteinander ziemlich argwöhnisch. Gesicht zur Wand! Dies ist eine Inspektion! Aber nicht doch! Ich bin doch nicht vom anderen Ufer! Lass den Quatsch! Bereit machen zur Inspektion! Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Freak! Ach, Hölle! Dann so treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Knallkopf! Ach, das war schon besser. Aber meine Großmutter würde sie trotzdem schaffen. Wir haben geschlossen. Buchten wir ihn ein. Schauen wir mal, wie seine Witze in der Lubjanka klingen. Okay. Aufpassen! Die Wachen sind in der Nähe. Gut, scheinbar sollte ich mich von denen nicht... Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Wieso bin ich denn jetzt verhaftet? Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Lauf, Schisser! Ich bring ihn um. Los, kommt mir nach! Sei vorsichtig, Idiot! Wow. Hier. Wow. Cool. Und laufen. Was hätte ich sonst machen können? Ich habe keine Ahnung, was ich sonst hätte machen können. So, laufen, laufen, laufen. Und runter. Und laufen. Lauf weiter, lauf weiter. Mir links. Ja, was gibt es hier? Was gibt es links? Du Scheiß, vorsichtig, Idiot. Bring ihn um. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Runter. Lauf, lauf. So. Jetzt sagt er mir. Ah. Links. Dort! Halt, du Mistkerl! Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt.
Okay. War er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet. André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Klingt nach einem super Plan. Die Frage ist, wieso bin ich überhaupt in diese Station gegangen? Es gibt ja hier nichts zu kaufen. Oder habe ich das einfach nur verpasst oder irgendwie sowas? Es heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Medipacks, Filter, Messer, alles was man für die Reise durch Gefährten brauche ich nicht. Filter, die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Warte mal. Mit Kolben und verlängerten Lauf. Zieloptik. Fünfmal besser als ihre Spielzeugwaffe. Gewehrkolben und Zieloptik. Die cool. Beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Die beste Waffe Nein. der Welt. Sehr empfehlenswert. Nein. Also ihre Waffe ist bestimmt besser. Aber wenn sie unbedingt wollen. Ja. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Ein lautloses Scharfschützengewehr mit Kolben und verlängerten Lauf. Ja, natürlich. Verstanden. Das ist ja mal cool. Ach, verdammt. Die beste Waffe der Welt. Wie Sie wollen. Medipacks. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Der Tausch wird Sie 60 kosten. Sie haben genau die gleiche. Nun, wir können natürlich tauschen, wenn Sie wollen. Automatikwaffe leicht für leises Scharfschützenfeuer. Geringe. Gute Waffe. Wurde verbessert. Als ihre. Genauigkeit von Schüssen auf große Entfernung. Dieses Ding ist fünfmal besser als ihre Spielzeugwaffe. Ja, übernehme ich mal. Boah. Wie Sie wollen. Verkauf und Ankauf. Was will der denn? Von mir kaufen. Was ist das? Ach so, diese komischen. Okay. Boah. Gern geschehen. So. Entschuldigung, wo sollte ich hin, damit mein Zug pünktlich abfährt? Hier, glaube ich. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Nein. Wieso? Ab ins Loch. Was mache ich jetzt hier? Aha. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Oh, guck mal, was wir da für ein Buch haben. Metro 2032. Ja, okay, dann können wir ja lesen. Also,
Rekinawa Metro 2032. Hey, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Eine Einbahnstraße, sehr schön zu wissen. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Sergejewitsch, ich habe hier einen Jungen, der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Soldat für ihre Sache. Wir suchen immer nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, Junge, du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Achtung!